Hallo liebe Freunde von Neuland Thailand, wie geht es euch? Wir sind hier in einem Tempel, Forest Temple. Das ist ganz in der Nähe von uns. Und diese Tempel, die sind hier immer wieder schön zu besichtigen. Und dieser hier ist sehr speziell, also für mich jedenfalls. Wow, really nice. They have also a little bit of art here, huh? Oops, gehen wir mal durch. So, eben, heute war es wieder ziemlich warm, sehr heiß und ja, soll ich sagen, und hier bin ich. Also, dieser Tempel hier, das ist der Tempel, der, also die Mönchen von hier, die kamen bei unser Haus, Einweihungsfeier, waren die bei uns und dann ist er irgendwie aufgestiegen, scheinbar, der Mönch, und wurde da in Chiang Mai dann gefeiert. Ja, und jetzt ist er wieder hier zurück und da, dann hat das ganze Dorf hier auch ein Riesenfest veranstaltet. Und ich wollte eigentlich eher kommen, so wie jetzt, wenn es ein bisschen ruhiger ist, damit man überhaupt irgendetwas sehen kann von diesem Tempel. Weil ich finde das jetzt einer der schönsten Tempel hier bei uns. Ja, but the burn also, eh? Here you can do a wall, huh? Yeah, people die who want to take the gold, how you say? The ash. Then the you ash. Can make the wall, yeah. One die and one make, one die and one make. Yeah. So the temple have the wall slowly. Okay. So das ist im Prinzip wie ein Friedhof des Dorfes, wo man die Asche dann so quasi in Ruhe legen kann. Also die Stimmung hier ist schon ein bisschen einmalig. He? Schön ruhig, es beruhigt, es relaxt. Naja. Still big there? Ah, okay. Okay. Ja. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. So, zu Hause angekommen, wollte ich mal noch über etwas reden mit euch. Und zwar, ich hatte ja letzten zwei, drei Tage so ein wenig so kleine radikale Hate-Gruppen wieder, die unterwegs waren und bei mir im Kanal. Und da ist mir etwas in den Sinn gekommen, und zwar bezüglich, ja, wie soll ich sagen, bezüglich erektile Dysfunktionen. Und da gibt es ja ein Ingwer in Thailand, der heißt Black Ginger, der ja ziemlich bekannt ist für die Behandlung von solchen Sachen und ist auch einer der teuersten Ingwer überhaupt, die man kaufen kann, weil er eben, er hat verschiedene,
also in diesem Ingwer werden verschiedene Heilwirkungen nachgesagt. Und ich lese euch mal vor, was dieser Black Ingwer alles kann. Also laut Thai Magazine, Medicine News wird diesem Kratchai Dam, diesem krautiger Pflanze, die zur Familie eben der Ginger-Familie gehört, ein natürlicher Viagra, sagt man, dass es erhebliche Mengen an PDE5 Inhibitoren, da es eine erhebliche Menge an PDE5-Inhibitoren erhält, die wie Viagra wirken, aber ohne die negativen Nebenwirkungen. Es ist einer der berühmtesten thailändischen Kräuter, das aus der Antike als natürlicher Testosteronbooster für die Behandlung von erektilen Dysfunktionen bei Männern verwendet wird und es erhöht auch die Libido bei den Frauen. Kratchai Dam oder eben Black Ginger ist auf dem Markt in verschiedenen Produktformen erhältlich. Der schwarze Ingwer ist als männlicher Libido-Verstärker und ein produktiver, natürliches Nahrungsergänzungsmittel für die kardiovaskuläre Gesundheit und eine verbesserte kognitive Funktion bekannt, die ein leckeres, durchstellendes, milden, beruhigenden Tee macht. Ja, das ist halt ein bisschen übersetzt. Also die Bauern, die das anpflanzen, die bekommen ganz, ganz wenig für das. Und das spendet sich so bei irgendwie 20 Baht pro Kilo. Für ein Rai haben sie ca. 10.000 Baht. Aber eben, aber das Interessante dabei ist, es wird sogar bei den Sportlern, die brauchen das auch scheinbar. Scheinbar hat das wirklich eine gute Funktion beim Sport, für die Durchblutung des Körpers und so weiter und so fort. Also Black Ginger würde ich mal empfehlen, das auszuprobieren. Man weiß ja nie, vielleicht wirkt es. Ja, und so sieht es bei uns vor der Haustür aus. Und manchmal eben auch so. Es ist eben wieder diese Reisfelder-Abbrennungszeit. Bei uns ist das natürlich nicht so nicht so störend in dem Sinn, weil aber in Chiang Mai ist das scheinbar ein bisschen anders. Ja. Also, solange es nicht zu uns in die Nähe kommt. Naja, wann war das? Vorgestern habe ich eben etwas gehört, dass bei mir jemand eben bei diesem Reis, schaut mal her, was für ein Rauch, Reisfeld abbrannte, das Haus auch in Brand gegangen ist. Und ja. Ja, shit happens. Eh? Zum Glück haben wir eine Versicherung. Mal schauen, ob die bezahlt bei solchen Sachen. So, also das wär's mal wieder von dem wunderschönen Thailand. Tschüss!